So, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13 und ich werde doch modifizieren und zwar ganz stark modifizieren. Warum ich das mache, ich habe gar keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt einfach mal. So, und wir erhöhen nämlich den Gladius weiter. Eine Stufe können wir ihm sicherlich noch geben. Reißzahn. Was haben wir hier noch? Ja, nee, wir hauen alle Reißzähne rein. Ja. Hui. So. Und jetzt 12 pro Miefsekret, 21 pro 13 pro was haben wir hier? Wildleder. Das sieht gut aus. Wie viel brauchen wir noch dafür? Zum Level up. Wir haben 44 davon. 10. Genau, 12 Stück haben wir da rein. Jo. Toll. Booster bringt 3. Dunkelzahn 51 einer. Trauerträne 48. Nehmen wir den. Ja. Juhu. Noch mehr Magie, noch mehr bla. So. Ach nee, wir können ja hier bleiben. Falkenauge erhöhen wir jetzt ebenfalls. Erstmal. Wildleder? Nein. Miefsekret? Ja. Volles Pfund. Jo, 1,5. Zündkerze. Oh, alter Schwede, die gibt ja Punkte. Großknochen. Ja, gut. Setze ich mal 3 Zündkerzen rein. Nein, wir nehmen erstmal die kleinen Sachen hier. Wildleder mal 10 Stück. So. Jo, 1,75. Haben wir hier noch irgendwas, von dem wir so viel haben? Eisenpanzer. Na komm. Auch nochmal 10. Jo. Waffe aufgewertet. EP-Bonus mal 2. Huch. Das heißt, wir setzen eine Zündkerze. Nein. Wie viel haben wir? Zwei. Ja, wir setzen 2 Zündkerzen, dann haben wir schon wieder ein Level up mit der Waffe. Bling. Perfekt. Das sieht doch gut aus. So machen wir das. So bleiben wir bei. Und genau. Wir speichern noch einmal ab. Mit dem Rücken zum Gerät. So. Speichern, speichern, speichern. Und jetzt geht's weiter. Ding. Hey, gut, dass wir Don't abgespeichert worry, you'll haben. be fine. Only kids like me know about that entrance. They'll find it. They'll call in a team and canvass the whole tunnel system. Then we better hurry. So, where's this thing come out anyway? Well, I don't really know for sure. We'll find out today. Ja. Wir machen hier mal eine Überraschung. Das sieht gut aus. So, hier muss doch irgendwie weitergehen. Oh, wir fliegen schon. Na gut. Sprich, eine sehr große Umgebung hier. Mal schauen, was haben wir denn hier? Nix, nix. Was seid ihr denn? Oh nö, die werden doch sicherlich Alarm schlagen. Egal, wir prügeln uns da mal drauf. Gucken wir uns an, was das genau auf sich hat, dieser
heißen die Dinger? Ja. Sony Pudding. Die gehen ja ab, die Dinger. Die heilen sich gegenseitig hoch, wenn sie Alarm schlagen. Bam. Schön, schön. So, jetzt haben wir aber auch schon wieder ein paar Punkte bekommen. Diese Punkte werden wir auch wieder dafür ansetzen, um im Kristarium uns hier mal ein bisschen weiter aufzubauen. Sie hier im Brecher. Kling. Kling. Gut, weiter geht's hier leider nicht. Achso. Er ist ja auch noch da. Genau, Verheerer waren wir jetzt stehen geblieben, glaube ich. Ah ne, Verheerer haben wir voll. Augmentor wollten wir. Heiler war noch nicht ganz durch. Gut, dann ist das genau so. Dann geht's auch schon wieder weiter. So. Oha, was bist du denn für ein Krokolisk? Das sind die Dinger nur noch mal in klein anscheinend, die wir vorhin schon im Auenwald getroffen haben. Name's Carbuncle. Carfunkel. That's one of our enemies, being Sanctum and all. So, kill him and cut off the food supply. That'll make us popular. I think people have enough reason to hate us, don't you? Yeah, you're probably right. Hungry people make for angry people. Carfunkel heißt das Ding. Da gibt's nix. Aber ich habe hier schon wieder solche komischen Viecher gesehen. Solche Blubberdinger hier. Oh nein, Blubbertiere. Sunny-Pudding. Was für ein stranger Name. Oh nein, jetzt fangen wir wieder an, sich beide gegenseitig hochzuheilen. Aber egal. Sobald die einmal im Schock sind, machen die nicht mehr ganz so viel Schaden. Ja. Um es in alter Sprache auszudrücken. So. Oh nein, die Plattform fliegt weg. Aber wir brauchen diese Plattform. Ich glaube, das ist ein gespaltener Weg hier gerade. Wir haben einmal links und einmal rechts eine Plattform. Hier auch? Nee, hier nämlich nicht. Deswegen wäre es vielleicht auch ganz sinnvoll, erstmal zu gucken, was auf der anderen Seite zu finden ist. Aber das sehen wir dann nach diesem Cut hier. Ha, hier gibt es wieder einen Cut. Tschüss!